Ja, hier vorne haben jetzt Platz genommen Slavik Hedler, ist auch ist Historiker, auch Mitglied im Arbeitskreis Sowjetexil bei der VVN-BDA. Ebenso Anja Schindler, sie ist die Tochter von Ursula Schwarzer, die vorhin die Gedenktafel mit enthüllt hat. Sie war Fernsehredakteurin im bürgerlichen Beruf und ist hier heute auch als Zeitzeugin. Neben mir sitzt Matthias Höhn, der ist Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke und damit Hausherr in dem Teil des Hauses, wo die Gedenkplatte jetzt hängt, hat sich sehr dafür eingesetzt. Und da sitzt Ulla Plehner, sie ist Historikerin und hat einige Bücher verfasst zu unserem Thema heute. Wir haben, das möchte ich gerne eingangs sagen, auch die Kritikerinnen und Kritiker gebeten, an unserer Runde hier heute teilzunehmen. Das haben wir, war ja hier heute auch schon Gegenstand der Diskussion, dass wir auch einiges an Kritik erfahren haben in unserem Anliegen. Leider haben alle abgesagt, aber selbstverständlich, also hier vorne in der Podiumsrunde teilzunehmen oder zum Teil auch sich überhaupt an der Veranstaltung zu beteiligen. Aber selbstverständlich würden wir Ihnen hier Raum geben, wenn das gewünscht ist. Das möchte ich einfach eingangs nochmal sagen. Ja, ich möchte gerne als erstes Anja Schindler das Wort geben. Sie ist, ja, wie gesagt, also die Tochter von Ursula Schwarzer, von der wir jetzt schon ein bisschen was von der Geschichte gehört haben, ist Mitglied hier im Arbeitskreis, die Gedenkplatte initiiert haben. Und Anja Schindler, ich würde als erstes gerne noch mal wissen, wie sie in diesen Arbeitskreis gekommen ist und wie es vielleicht überhaupt zu dieser Arbeit in dem Arbeitskreis gekommen ist. Hoffentlich funktioniert das mit dem Mikrofon. Ja, eigentlich bin ich in diesen Arbeitskreis wider Willen gekommen. Und bevor ich aber weiter dazu Ausführungen mache, möchte ich, glaube ich, im Namen aller Mitglieder des Arbeitskreises mich nochmal bedanken bei der Linken, die letztendlich nun doch diese Tafel an das Haus gemacht hat. Und wir sind sehr aufgeregt und sehr freudig, erfreut darüber, dass es nun endlich geklappt hat. Und wir hätten vor 2 Jahren nicht gedacht, dass auch unsere Ausstellung hier stehen wird. Also nochmal herzlichen Dank. Und wir wünschen der Ausstellung natürlich auch hier in diesem Haus viele Besucher, so wie wir überall schon viele Besucher verzeichnen konnten. Ja, jetzt zu der Frage zurück. Ich sagte schon, Widerwillen insofern, dass meine Vorstellung über diesen Arbeitskreis sich also als völlig falsch erwiesen hatten. Meine Mutter erzählte mir, dass es also so ein Arbeitsgesprächskreis, damals hieß er ja noch Gesprächskreis, dass es so einen Gesprächskreis gibt, wo sich Angehörige, Nachkommen mehrerer Generationen von ehemaligen in der Sowjetunion emigrierten Kommunisten und Antifaschisten gebildet hat. Und man trifft sich dort und dort, ja, erzählt man sich seine Geschichten. Und ich bin in der DDR mit einem bestimmten Bild der Immigration, der Sowjetimmigration groß geworden. Und natürlich war sofort wieder dieses Bild da. Diese alten Geschichten kannte ich, mit denen bin ich groß geworden. Und sie stand natürlich im totalen Widerspruch zu dem, was ich in der Sowjetunion erlebt habe. Wir sind, denke ich, für meine Generation allgemein gesprochen, wir sind im Prinzip damit groß geworden, dass die Immigranten in der Sowjetunion alle spätestens 41 in der roten Uniform waren und die Deutschland befreit haben und Europa und die ganze Welt. Ich erinnere mich an dieses berühmte Foto mit Ulbricht im Schützengraben. Ich erinnere mich an diese Geschichten, die erzählt wurden über Moritz Mebel und Stefan Dornberg, und alles das kam irgendwie mit dem, was meine Familie erlebt hat, nicht überein. Ich erinnere mich, in der 6. Klasse in Geschichte gab es eben wieder diesen Vortrag über die ruhmreiche Sowjetarmee, in der viele, viele deutsche Kommunisten gekämpft haben. Und ich bin nach Hause gekommen und habe zu meinem Vater gesagt, warum warst du nicht in der Roten Armee? Warum warst du denn bloß woanders? Und da hat er mich angeguckt und mein Vater hatte Gott sei Dank genug jüdischen Witz und Verstand. Und er hat zu mir gesagt, ja, dass ich mich für Wokuta entschieden habe, das war nicht die beste
Entscheidung meines Lebens. Damals wusste ich noch gar nicht, dass was hinter diesem Begriff stand und dass man sich dafür natürlich nicht melden konnte. Als meine Mutter mir dann erzählt hat, wie gesagt, dieser VVN-Arbeitskreis, und da habe ich gedacht, nee, die Geschichten kennst du alle, das tust du dir nicht an. Inzwischen hatte ich mich mit der Geschichte unserer Familie beschäftigt. Wir kannten inzwischen die NKWD-Akten. Wir wussten, dass man uns jahrzehntelang belogen hat, indem man uns erzählt hat, dass unsere Angehörigen im Lager verstorben sind. Wir wussten inzwischen, dass sie erschossen worden sind, dass sie in Massengräbern liegen. Und ich hatte einfach, ja, ich wollte mir das einfach nicht antun. Und nun, dann war Winter, Januar 2010 und Eis, und meine Mutter musste unbedingt in ihren Gesprächskreis. Und da habe ich sie mit dem Auto dahin gefahren, und da bin ich natürlich sitzen geblieben, weil ich da einige gesehen habe, die ich kannte aus Karaganda. Und ja, und dann stellte sich heraus, der Gesprächskreis ist doch ein ganz anderer. Die also 40 Jahre lang ihre Geschichten erzählt haben, haben sich inzwischen getrennt. Und es saßen wirklich nur noch die da, die ähnliche Geschichten zu erzählen hatten wie wir. Und ja, und daraus ist diese Anhänglichkeit zum Gesprächskreis geworden. Ich bin da auch nie wieder weggegangen. Und ein Projekt war eben die Ausstellung, die uns, ich sag mal, uns wirklich also uns selbst, auch die wir betroffen sind oder Nachkommen von Betroffenen sind, uns eben unsere Geschichte noch ganz, ganz anders erleben lässt. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt in diesem Arbeitskreis bin und möchte ihn auch nicht mehr missen. Ja, danke schön. Als nächstes würde ich gerne Ulla Plehner das Wort geben. Von Ulla Plehner liegt dort vorne ein Buch, das im Karl-Dietz-Verlag 2006 erschienen ist, mit dem Titel Verurteilt zur Höchststrafe, Tod durch Erschießen, Todesopfer aus Deutschland und deutscher Nationalität im großen Terror der Sowjetunion 1937-38. Da werden irgendwie 600 Personen, glaube ich, vorgestellt, die in der Zeit des großen Terrors verurteilt worden sind oder sogar umgebracht worden sind. Und die Anklagen sind immer gewesen: Spionage, Konterrevolutionäre oder antisowjetische Propaganda. Die Verurteilungen geschahen ja im Namen des Kommunismus. Dadurch, da hat Theo Bergmann eben auch schon drüber gesprochen, ist doch die kommunistische Idee eigentlich so zerstört, dass man kaum noch etwas Gutes daran finden kann. Doch, es muss das Mikrofon gesprochen werden, weil wir sonst das nicht in den Livestream kriegen. Ja, also mein Problem bei diesem Thema, das hier heute... mein Problem ist, zumal nach einem vor ein paar Tagen veröffentlichten Interview mit dem von mir verehrten Hans Modrow, der Vorwurf an diesen Gesprächskreis, ich nehme es für mich persönlich auch, der Vorwurf des Antikommunismus. Und ich frage mich, wie kommt ein Hans Modrow oder weitere Genossen aus der Linken zu solch einem Vorwurf? Das, was da in der Sowjetunion in den 30er und 40er Jahren, also das, was wir den großen Terror nennen, im Gange war, war aus meiner Sicht der Gipfel des Antikommunismus. Wer waren die Opfer? In dem Buch, das Claudia eben erwähnt hat, da sind tatsächlich 645 Namen. Ich glaube, 537 von diesen Menschen, die da erwähnt werden und kurz vorgestellt werden, sind erschossen worden. Vier Fünftel dieser Menschen waren Kommunisten, Mitglieder der Kommunistischen Partei, vorher der KPD oder des Kommunistischen Jugendverbandes.
Später, als sie in die Sowjetunion gegangen sind, die meisten überführt worden in die KPdSU. Ja, leider ist, ich habe gefragt, wie viel Zeit haben wir? Es ist nicht viel Zeit. Ich hätte gerne das eine oder andere von einem oder anderen dieser Menschen vorgelesen. Ich greife nur einen heraus. Rudolf Senklaub, 1911 geboren in Elgersburg in Thüringen, Jungkommunist, Lehrer für Werken oder so ähnlich in der Schule in der Sowjetunion dann schon. Und er wird am 8. Oktober 1937 verhaftet unter der Anschuldigung unter anderem, das heißt zunächst mal anders, also sein Pass sei nicht in Ordnung, dem ihm die Sowjetbehörden eigentlich abgenommen haben. Er soll ihn verlängern lassen in der deutschen Botschaft. Er geht hin, dort wird ihm eröffnet keine Verlängerung. Er steht ja unter Anschuldigung des deutschen Staates, Hochverrat begangen zu haben, überhaupt Mitglied der Kommunisten zu sein und so weiter und so fort. Also Fehlanzeige, und ihm wird eben gedroht, wenn er das nicht von den sowjetischen Behörden aus, wenn er das nicht tut, seinen Pass nicht verlängert, könnte er verhaftet werden. Nur fragt er, er schreibt an die Führung der Kommunistischen Partei in Moskau, was soll ich machen? Ich würde schon einverstanden sein mit dem Letzten, also der Verhaftung in der Sowjetunion. Denn ich bin doch mir sicher, dass ich auch da noch am sozialistischen Aufbau aktiv teilnehmen kann. Das wäre ein Ausweg. Der andere ist ein deutsches Gefängnis. Er sollte ja dann eventuell nach Deutschland ausgeliefert werden. Ein Weg, den schon viel teurere Genossen, schon viel teureren Genossen den Kopf gekostet hat. Mein Ziel aber ist noch Leben und Kämpfen. Kämpfen für die endgültige Befreiung der Arbeiter und Bauern der ganzen Welt. Würde man mich hier ausweisen, dann denke ich, dass mein Platz dann nur in den Reihen der Heldenmütigen Spanier sein kann. Nicht Abenteuerlust würde mich dazu bewegen, sondern der heilige Wunsch, meine ganze Kraft dem großen Werk auf der revolutionären Befreiung zu widmen. Senklaub ist dann am 4. März 1938 verhaftet worden, nicht wegen Passangelegenheiten. Er wurde der Spionage, der Diversion und Ähnlichem beschuldigt und ist am 29. Mai 1938 in Butowo bei Moskau erschossen worden. Unter anderem gehörte er zu den jungen Leute zwischen 18 und 30 Jahren, die angeblich Mitglieder einer in Moskau tätigen illegalen Hitlerjugendorganisation sollen. Ich habe nicht die Zeit, weitere solcher Bekenntnisse zur kommunistischen Idee hier vorzutragen. Ich möchte, wie gesagt, also vor allem zum Ausdruck bringen, dass dieser Terror in der Sowjetunion, ja, das war die Konterrevolution, weil er gegen den sozialistischen Aufbau, gegen Sozialismus gerichtet war. Ich könnte hier das Beispiel meines Großvaters bringen, höchst qualifizierter Dreher. Von einem Zeitzeugen weiß ich, wenn in dem Werk, wo er gearbeitet hat, komplizierte Dinge zu machen waren, in der Instrumentalabteilung, ja, das konnte nur Richard machen, das musste er machen, er war der Beste. Dieser Richard hat auch die Jugendlichen ausgebildet, es war ja Zeit der Industrialisierung. Es ging um neue Industrien, die in der Sowjetunion damals noch gar nicht da waren. Diese Jugendlichen vom Lande, noch nie eine Drehbank oder eine andere komplizierte Maschine gesehen, wurden von diesen Facharbeitern ausgebildet und dann wurden diese Facharbeiter verhaftet, erschossen. Ich frage mich, zu wessen Nutzen geschah das? Das war doch nur eine antisozialistische Aktion, eine Aktion gegen den sozialistischen Aufbau. Das war die Konterrevolution. Und ich weise den Vorwurf des Antikommunismus, der hier in diesem Interview
gegenüber dem Gesprächskreis erhoben wird, entschieden zurück. Antikommunisten waren diejenigen, die in der Sowjetunion diesen Massenterror veranstaltet haben und so viele wertvolle Menschen vernichtet haben. Als nächstes möchte ich gerne Vladislav Hedler das Mikrofon geben. Vladislav Hedler ist Philosoph und Historiker, hat vorwiegend, glaube ich, zur Sozialdemokratie gearbeitet, gilt aber heute, nee, habe ich falsch gesagt, es gilt heute als Kommunist, das ist Ulla, Entschuldigung, aber hat sich einen Namen gemacht als Kommunismusforscher. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen im Zusammenhang mit der Kritik jetzt an dieser Tafel und dem Text der Tafel wurde ja auch gesagt, ja, das mit den Zahlen, das stimmt alles so auch nicht. Da ist ja die Rede von Tausenden Verfolgten und Ermordeten. Verfolgte gab es zwar, aber nicht Ermordete. Ist das Beckmesserei mit den Zahlen oder kann man, spielt das keine Rolle? Oder vielleicht könntest du zu den Zahlen auch noch mal was sagen. Ja, vielen Dank. Ja, ich würde auch, so wie Anja neben mir natürlich auch auf diese Frage antworten, aber ich würde auch mit einer Vorstellung auch zur Person beginnen wollen. Anja wurde in Karaganda geboren. Ich komme eigentlich aus Tomsk und hatte dann in den 80ern die Möglichkeit, von der Akademie für Gesellschaftswissenschaften hier beim ZK der SED nach Moskau zur Aspirantur geschickt zu werden. Und dort lernte ich sowjetische, russische Kollegen kennen, die sich zur Thematik der Kominterngeschichte auseinandergesetzt hatten, damals am IML. Ich traf damals Kollegen aus Österreich. Ich traf, als ich dann zurückkam in die DDR, Kollegen, die später am Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung gearbeitet hatten und eigentlich mit solchen Recherchen begannen. Also ist, und darauf will ich jetzt hinaus, ist das, was der Arbeitskreis heute anbietet, über die Familiengeschichten hinaus an Recherchen, im Prinzip ein Ergebnis einer über Jahrzehnte geführten internationalen Arbeit. Es sind also gleichzeitig die Rechercheleistung russischer Kollegen, die bei Memorial arbeiten. Es sind Rechercheleistungen österreichischer Kollegen. Es sind Rechercheleistungen von Kollegen aus der DDR bzw. Bundesrepublik, die hier im Saal anwesend sind. Die Bücher sind alle bekannt. Und um an die Zahlen, um jetzt auf die Zahlen zu kommen, die Ulla Plehne auch in ihrem Buch genannt hat, es waren eigentlich die ersten Zahlen, die die Repressierten, wie es in Russland hieß, betrafen, also die direkt Erschossenen. Das, worüber wir heute Auskünfte vorliegen haben, aktenkundige Auskünfte vorliegen haben, bezieht sich auf ca. 8000 Personen. Von diesen 8000 Personen sind auch aktenkundig ca. 1200, 1400 in die SBZ bzw. DDR oder nach Deutschland zurückgekommen. Wir haben Angaben auch für über 1000 in der Sowjetunion Erschossene. Es gibt exakte Zahlen für Petersburg, es gibt exakte Zahlen für Moskau, es gibt exakte Zahlen für Novosibirsk. Diese Forschung, diese Recherche steht noch am Anfang. Wir haben von diesen über 8000 Personen nach wie vor in unserer Kartothek, in unserer Datei eine Dunkelziffer. Wir sind jetzt dabei, mithilfe der genannten Kollegen, vor allem in den russischen Archiven, herauszubekommen, was denn nun mit diesen Personen, über die wir nichts wissen, in der Tat eigentlich geschehen ist. Da sitzen wir dran. Es gibt in Moskau im Staatsarchiv Bestände, die in diesem Zusammenhang noch aufzuarbeiten sind. Es gab einzelne Aktionen, damit möchte ich schließen, vom Arbeitskreis auch hier vor der Volksbühne zur Erinnerung an den Beginn des großen Terrors. Da haben wir die Namen von über 700 Männern und Frauen verlesen, die allein im Moskauer Gebiet verhaftet und erschossen worden sind. Wir könnten jetzt lange über diese Zahlen und diese Recherchen reden.
Es gibt eine CD von Memorial Russland herausgegeben, die über 3 Millionen Namen enthält von Opfern und von Angehörigen. Wir im Arbeitskreis orientieren uns darauf, die Geschichte der Familien von der Einreise bis zur Ausreise in die Sowjetunion zu dokumentieren. In der Ausstellung können Sie sich ein Bild davon machen, was wir bisher zu Papier und in die Ausstellung gebracht haben. Es ist, wie gesagt, nur ein Bruchteil dessen, was wir machen können. Und mit dem Satz würde ich gerne dieses Statement schließen. Bei der Präsentation der Ausstellung in Karaganda, in Novosibirsk, in Thüringen waren wir in 3 Städten vertreten, in Berlin, in Potsdam, treten an uns Angehörige heran, die mit ähnlichen Schicksalen zu tun haben, die mit uns ins Gespräch kommen wollen, die uns nach Möglichkeiten fragen, in Russland bzw. in Nachfolgestaaten der GUS über Archive Auskünfte über ihre Angehörigen zu bekommen. Das ist sozusagen die Kernarbeit, die wir heute leisten. Und ich denke, dass wir in einem überschaubaren Zeitraum auch in der Lage sein werden, die uns heute bekannten Zahlen nach oben, leider muss ich sagen, nach oben korrigieren zu müssen. Ja, danke an Wladislaw Hedeler. Als Letzten in der Runde hier oben gebe ich Matthias Höhn das Wort. Danach sind auch gerne Meldungen aus dem Publikum möglich. Ich hatte Matthias Höhn schon vorgestellt. Er ist der Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke seit Juni 2012 und auch noch Mitglied des Landtags in Sachsen-Anhalt. Dort der Spezialist für Bildung, Kultur und Wissenschaft. So viel zu denjenigen, die Sorge haben, dass er nicht ausreichend liest. Also ist in der Materie eigentlich befasst. Ja, die ganz einfache Frage, warum ist es richtig, im Jahr 2013 eine solche Tafel an die Parteizentrale der Linken anzubringen? Auf die Frage kann man in vielerlei Hinsicht antworten. Eigentlich ist es längst überfällig, dass wir das tun. Ohne eine wache Erinnerung, so schmerzhaft die auch ist, aus der unterschiedlichen Perspektive und Betroffenheit, können wir als Linke keine bessere Gegenwart oder Zukunft gestalten. Auf diese vielleicht einfache Formel kann man das bringen. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch unsere Verantwortung, Opfern Namen zu geben und sie nicht zu verschweigen. Und ich habe das vorhin bei der Ausstellungseröffnung schon gesagt, dass wir das heute hier in diesem Haus, was auch sehr viel Geschichte in sich trägt, machen können. Das ist ein wichtiges Moment für die Partei. Und das hat man, glaube ich, heute sehr gespürt, auch für den Arbeitskreis, für die Hinterbliebenen. Ulla Schwarz hat vorhin, als die Tafel enthüllt worden ist, dieses Zitat erwähnt von 1989, wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Satz der letzten 24 Jahre, was diese Partei betrifft. Und auch die neue Partei, die sich 2007 gegründet hat, hat diesen Satz in ihr Programm aufgenommen. Und wenn wir miteinander dafür kämpfen, dass es nicht eine Formel ist, die in irgendeinem Programm steht, sondern wenn sie mit Leben und mit Erinnerung gefüllt werden soll, dann ist auch eine solche Tafel hier im Haus wichtig. Ich will auch für den Vorstand noch einmal sagen, ich kenne die Kritik, die es an dieser Entscheidung gibt. Ich habe selber eine ganze Reihe an Gesprächen zu diesem Thema geführt, die meistens auch im Dissens geendet haben, so wie sie begonnen haben. Wir betreiben hier in diesem Haus und als Parteivorstand nicht das Spiel des Antikommunismus, sondern wir geben Kommunistinnen und Kommunisten ein ehrendes Gedenken. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres und nichts Besseres für diese Partei, als genau das zu tun.
Ja, danke schön. Theo Bergmann hatte das ja angesprochen, hatte die Warner und Warnerinnen angesprochen vor der Entwicklung in der Sowjetunion. Und es stellt sich ja immer wieder die Frage, wie das eigentlich dazu kommen konnte. Also warum hat der Staat diese Repressionen gebraucht und warum ist eben damit die Idee des Sozialismus, die sozialistische Idee dermaßen befleckt worden oder beschädigt worden, so dass manche von uns ja der Meinung sind, man muss sich von dieser Geschichte regelrecht befreien, um wieder dem sozialistischen Gedanken nachgehen zu können. Vielleicht wollen die Historikerinnen oder Historiker dazu hier auch nochmal Stellung nehmen. Ulla oder Slavik. Auch mit der nötigen Kürze, die Personengruppen, um die es ging, sind in der Ausstellung vertreten. Wenn ich jetzt hier an Ulla Plehners Beispiel mit den Jugendlichen und den Facharbeitern anknüpfen könnte, so war es ein Personenkreis, der voller Enthusiasmus in die Sowjetunion gekommen ist, zum Teil mit Arbeitsverträgen von der Handelsvertretung hier. Und sie brachten natürlich nicht nur ihr Werkzeug und ihr Know-how, sondern auch ihre Einstellung zur Arbeit mit. Und diese ihre Einstellung zur Arbeit, diese ihre Vorstellung von der Gestaltung von Arbeitsprozessen kollidierten mit den Gewohnheiten der Gewerkschaftsfunktionäre vor Ort. Und es war dieses Fremde, dieses Ungewohnte, dieser Protest, der unterbunden werden sollte und auch unterbunden wurde durch die Gewerkschaften, durch die Parteiorganisation, auch durchgestellt durch die deutsche Vertretung. Es gab zu allen ausländischen Gruppierungen innerhalb der Komintern, die im Grenzgebiet ansässig waren, Befehle zur Durchführung sogenannter nationaler Operationen. Ulla Plehner hat auf die Deutsche hingewiesen. Es gab vergleichbare Aktivitäten gegenüber den Polen. Es gab eine finnische, eine griechische, eine Harbiner. Also ich könnte das jetzt lange aufzählen. Also es waren alle Nationalitäten und alle Gruppen, die gewissermaßen Russland herum sich befanden, betroffen. Und diese wurden mit dem Vorwurf der sogenannten fünften Kolonne konfrontiert und wurden als potenzielle Gefahr sozusagen ausgeschaltet, um im Falle eines Krieges gegen Verrat und Kollaboration gesichert zu sein. Diese Argumentationsmuster wurden dann durch die KPdSU verbreitet und durchgestellt und sie betrafen, wir haben das ja hier in der Ausstellung am Beispiel von Deutschland in den thematischen Tafeln dokumentiert, im Prinzip den gesamten Parteikader. Das lässt sich auch auf die anderen Parteien genauso recherchieren und nachweisen, so dass also neben den Deutschen alle anderen Kommunisten von vergleichbaren Maßnahmen, von vergleichbaren Verfolgungs- und Terrormaßnahmen betroffen waren. Es blieb nicht bei den Verhafteten, sondern es wurden in einem nächsten Schritt, und das ist das, was Kollege Wattlin, Theodor Bergmann sprach, von dem Buch von Alexander Wattlin jetzt dokumentiert hat, nachdem im großen Terror in der Regel die Männer verhaftet worden waren, kam dann in der zweiten Welle 39, 41 folgende die Familienangehörigen an die Reihe, die Welle der Deportation in Richtung Kasachstan, in Richtung Sibirien, fällt genau in diesen Zeitraum. Das lässt sich, wie gesagt, nicht nur für die Deutschen, sondern auch für Vertreter der anderen Nationalitäten nachweisen. Das ist eine Politik gewesen, die von der KPdSU auf höchster Ebene beschlossen worden ist. Das NKWD führte die Maßnahmen durch, die Justiz verurteilte vor Ort. Also es war eine konzertierte Aktion, die dann ebenfalls auf Beschluss des Politbüros in den 40er Jahren, Mitte der 40er Jahre eingestellt worden ist. Ja, ein Thema für sich.
kaum möglich, innerhalb von 2-3 Minuten so eine Frage, diese Frage zu beantworten. Es ist ein Thema für sich. Man müsste mal eine Konferenz dazu einberufen. Ich möchte sagen, ein objektives Moment könnte man anführen, nämlich die internationale Isolierung Sowjetrusslands. Das ist schon wahr, dass das natürlich im Innern des Landes landeten Argumente, von denen jetzt eben also die Slava eben gebracht hat. Es war verständlich. Ja, wir müssen uns schützen, wir werden angegriffen, wir haben so viele Feinde und so weiter und es gibt auch bei uns Feinde und so weiter. Das ist ein Punkt, ja. Aber es kann natürlich nicht, das ist nicht die Hauptursache. Wichtig ist, glaube ich, zum einen auf die Person Stalins hinzuweisen. Da gibt es inzwischen eine umfangreiche Literatur. Ich halte immer noch für das beste Buch dazu den US-amerikanischen Historiker Robert Tucker. Stalin, der Weg zur Macht, der zweite Teil Stalin an der Macht, der dritte Teil sollte dann noch kommen, inzwischen ist aber der Autor gestorben. Also mit der Person Stalins hängt das schon sehr zusammen. Die Befehle gingen von ihm aus. Er hatte den NKWD in der Hand und so weiter. Das ist ein Punkt, tja, man könnte die Parallele zu Deutschland bringen, wieso ein zivilisiertes Land, sagen wir mal, wo auch die Bildung höher war als in dem nachzaristischen Russland, dann so einem Hitler so ganz verfallen. Also das ist ein psychologisches Problem auch. Ich glaube, darüber sollte man nachdenken. Aber was auf keinen Fall das Ganze rechtfertigt, Slava hat den Begriff gebraucht, das war ja Staatspolitik. Das ging vom Staat Sowjetunion aus. Dieser Massenterror, diese Vernichtung der besten Kader auf allen Gebieten. Man kann die Wirtschaft nehmen, man kann die Diplomatie nehmen, man kann andere Gebiete nehmen. Die Besten wurden vernichtet und das sollte den Staat stärken. Und darüber, glaube ich, muss man gesondert nachdenken. Das kann man jetzt in 2-3 Sätzen auch als Historiker schon gar nicht als Historikerin deutlich machen. Ja. Wolltest du dazu was sagen? Vielleicht kann ich noch eine kleine Bemerkung. Ich bin immer noch über dieses Interview nicht drüber hinweg, weil uns vorgeworfen wird, ich muss direkt die Brille nochmal aufsetzen, wir seien nicht gebildet genug. Wir kennen die Geschichte nicht. Wir kennen sie nur aus der aktuellen Tagespresse und aus den Fernsehproduktionen. Wir lesen keine Quellen und keine Bücher und ignorieren Zeitzeugen. Ich frage mich, ob der Kollege ist, der übrigens hier, der Herr Robert Allerz, von der Jungen Welt, der das von sich gibt. Ich frage mich, ob er nur ein einziges Buch von denen, die da ausliegen, je in der Hand gehabt hat. Wenn ja, dann müsste er wissen, dass das alles auf Quellen beruht, auf Archivstudien, sowohl hier in Deutschland wie in Russland, dass da die Literatur eingefangen ist und dass man, wo noch Zeitzeugen vorhanden waren, da waren, auch die Zeitzeugen befragt hat. Also ich weise solche Dinge, wie sie hier genannt sind, zurück. Der Kanzler bestätigt, jeder, der ein Buch überhaupt dazu geschrieben hat, weiß, wie viel Mühe es kostet, mit Quellen und mit Literatur zu arbeiten. Also was wir da publiziert haben oder wovon wir sprechen, wir wissen, wovon wir sprechen und es ist nicht aus dem Finger gesogen. Anja Schindler, warum war es im Arbeitskreis so wichtig, dass die Tafel hier an das Haus kommt? Weil man kann ja, ich habe mir im Sommer die Ausstellung angeguckt und war so erschüttert und habe irgendwie gedacht, und trotzdem ist es denen so wichtig, das hier an unserem Haus zu machen und an dieser Idee hängen zu bleiben. Kannst du da vielleicht mal was zu sagen? Ja, also als wir über diese Tafel nachdachten, der Text dauerte übrigens unendliche Wochen, ja, an diesem Text haben wir wirklich gesessen, über jedes Komma wurde gestritten, wir haben es wirklich nicht leicht gemacht
Und parallel dazu war aber eigentlich sehr schnell der Ort gefunden. Ich erinnere mich, wir haben auch über Friedrichsfelde diskutiert. Aber dann haben wir gesagt, warum sollen wir für die, die überlebt haben, auf einem Friedhof eine Gedenktafel machen? Und ich glaube, der Ausgangspunkt war, dass wir uns einfach in die Menschen hineinversetzt haben, die zum Teil ja auch unsere Angehörige waren. Was hat dieser Generation wirklich bedeutet? Ich hatte das Glück, meinen Großvater noch kennenzulernen, der ja nun Haft und Lager überlebt hat. Und ich erinnere mich, als wir 56 zurückkamen, also was heißt zurück, wir Kinder kannten ja Deutschland nicht und die DDR, aber für meinen Großvater war eigentlich nur eins wichtig, den interessierte überhaupt nicht, ob wir eine Wohnung kriegen, ob wir mal Deutsch lernen und ob meine Eltern Arbeit kriegen und wie das überhaupt hier alles funktionieren soll. Der wollte nur zu seiner Partei und der musste das unbedingt klären, was denn nun mit seiner Mitgliedschaft ist. Er hat ja nicht geahnt, dass er zu denen gehörte, als er verhaftet wurde, nicht? Automatisch wurden sie ja von der kleinen Kaderkommission da ausgeschlossen. Das ging ja da, ich weiß nicht, 500 Leute mal am Tag, manchmal weniger, manchmal mehr, ne? Wie sie so verhaftet worden sind. Automatisch, ne, haben ja Pieck und Konsorten ihre eigenen Genossen da aus der Partei ausgeschlossen, sodass sie dann völlig wehrlos waren. Ja, und mein Großvater, der musste ins KL-Haus, weil er dachte, dieses KL-Haus, das ist immer noch dieses Haus, wo die Partei sitzt. Dann hat er gestaunt, wie groß das Parteihaus inzwischen war, als wir dann hier 56 waren, zurückkamen. Und also ich weiß ganz genau, für meine Großeltern hatte dieses Haus eine absolute Bedeutung. Das war sozusagen das Haus, von dem alles ausging. Und ich denke, sie hatten noch eine andere Beziehung zu so einem Parteihaus, als wir das später hatten, nicht? Zu dem großen grauen Haus, was ja anonym war. Also für mich sagte das gar nichts. Ja, ich denke, das war der Ausgangspunkt, dass wir uns gesagt haben, was hat dieser Generation bedeutet? Ja, und da gab es eigentlich nur dieses Haus. Ich würde gerne dazu noch mal etwas ergänzen, weil das jetzt nicht nur in dem viel besprochenen Interview, wenngleich ich eigentlich nicht finde, dass man jede Zeitung so ausführlich bewerben muss, wie wir das gerade tun. Aber auch in anderen Diskussionen ja immer wieder vorgetragen worden ist das Stichwort Friedrichsfelde. Wir haben ja auch im Parteivorstand über diese Frage lange diskutiert. Und ich will das deswegen an der Stelle auch noch einmal sagen. Der ein oder andere hat vielleicht noch nicht gemerkt, dass seit 24 Jahren die Regel, die Partei beschließt und es geschieht, nicht mehr gilt. Und allein wenn der Parteivorstand beschließt, wir bringen irgendwo oder meinetwegen auch in Friedrichsfelde eine Tafel an, geschieht das noch nicht. Wir können so etwas gar nicht formal beschließen, selbst wenn wir es für richtig fänden. Und das ist immer etwas unredlich, wenn diese Variante immer vorgetragen wird, als stünde uns das völlig frei. Aber unabhängig davon will ich das auch noch mal sehr deutlich unterstützen in der Sache selbst, dass auch ich davon überzeugt bin, dass dieses Haus, es hier anzubringen, die richtige Entscheidung ist. Dies ist ja im wahrsten Sinne des Wortes unser Haus. Es ist nicht nur Teil unserer Geschichte, sondern es gehört uns auch. Und mit diesem Haus gehört auch die Geschichte dieses Hauses auch zu uns. Und wir wollen Geschichte lebendig halten und in Erinnerung bringen. Hier gehen wir jeden Tag ein und aus, hier machen wir jeden Tag praktische Politik. Und deswegen finde ich es angemessen, an dem Ort, wo man arbeitet, auch an die Vergangenheit zu erinnern, damit sie auch in dem, was man täglich tut, wach bleibt. Und deswegen glaube ich, es ist eine richtige Entscheidung und die Variante Friedrichsfelde
hatten wir gar nicht zur Entscheidung vorliegen. Ja, vorhin fiel das Wort Wilhelm Pieck und Genossen. Was war jetzt? Alles gut. Ja, es ist, wie Anja schon sagte, wer verhaftet wurde, wurde automatisch aus der KPD ausgeschlossen. Und daran war tatsächlich die Moskauer Führung der KPD vollzählig beteiligt. Ich möchte aber trotzdem noch, ja, das soll keine Einschränkung sein. Es soll aber als Fakt doch in der Öffentlichkeit genannt werden. In der Ausstellung ist davon keine Rede. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass Wilhelm Pieck derjenige war, der zumindest versucht hat, ich habe in diesem Buch 5 Dokumente, alle aus den Archiven übrigens, alle aus den Personalakten, ob das Damerius oder andere sind, Stafford und so weiter. Diese Dokumente habe ich aus diesen Akten heraus. Wilhelm Pieck hat sich zweimal, wie gesagt, ich muss es sehr kurz sagen, zweimal an Dimitrov gewandt, einmal an Manuilski, das sind KI-Funktionäre, ist ja bekannt. Er hat sich einmal an den Militärstaatsanwalt gewandt. Die meisten Urteile sind ja von Militärtribunalen, weil es ja um Spionage und sowas ging, nicht wahr? Gefällt worden, also an den Militärstaatsanwalt und einmal noch an einen weiteren Staatsanwalt. Da gibt es um einen Genossen, der auch beschuldigt wurde, an dieser Hitlerjugend beteiligt gewesen zu sein. Um nur eine Sache zu zitieren, schrieb er an den Staatsanwalt, die Sache mit der Hitlerjugend beruht auf falschen Angaben, die Protokolle sind gefälscht. Wörtlich ist das nachzulesen, ich habe auch die Faksimile da veröffentlicht. Also er hat zumindest versucht, und von Dimitrov hat er zweimal den Dimitrov gebeten, er soll doch mal zu Stalin gehen, man muss die ganze Sache im sowjetischen Politbüro beraten. Es ist eine politische Sache, wenn so viel ehrliche Kommunisten, für die sich die Partei verbürgt, verhaftet und dann in den Lagern landen und so weiter. Er hat es versucht. Ich weiß nicht, was er hätte noch machen sollen oder auch können. Ich wollte aber nur diese Tatsache, dass Pieck sich zumindest, ich kenne keinen anderen von den deutschen, also ZK-Mitgliedern oder gar Politbüro-Mitgliedern, die damals in Moskau waren, die diese Versuche, solche Schritte unternommen haben und auch mit entsprechendem Nachdruck. Er hat sich auch an Jeschow und an Beria gewandt, aber er bekam keine Antwort. Deshalb eben Manuilski, deshalb nochmal Dimitrov. Er wollte sich auch an Stalin wenden, aber Manuilski sollte erstmal mit Beria reden, ob das überhaupt Sinn hat und so weiter. Also das wollte ich hier doch nochmal als Tatsache, ohne das Ganze, auch Pieck war beteiligt an den ganzen Beschlüssen, die von der Partei da gefasst wurden. Und das bleibt die Verantwortung dieser damaligen kommunistischen Parteiführung, dass sie vielleicht hätte sie als Kollektiv mal auftreten sollen und öffentlich. Vielleicht wäre das, aber war das möglich unter den gegebenen Umständen in der damaligen Sowjetunion? Ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Aber zumindest wollte ich mal die Tatsache hier also öffentlich machen. Ich würde gerne dieses Thema Pieck aufgreifen, nicht um jetzt über Wilhelm Pieck zu debattieren, sondern um auch nochmal ein Projekt, was ja Teil des Beschlusses war, in Erinnerung zu rufen. Es soll ja eine Dauerausstellung in diesem Haus realisiert werden, umgesetzt werden, und dann wird man genau über solche Fragen reden müssen. Für mich stellt sich der Einspruch von Wilhelm Pieck gegenüber Manuilski, man müsste jetzt die Zeit mitbenennen, Ulla, in der er die Sachen geschrieben hat, das war relativ spät,
müsste man mit bedenken. Für Wilhelm Pieck war die Situation so, dass es schlichtweg keine zahlenden Parteimitglieder mehr gab und die sozusagen die Existenz der Parteiorganisation und auch die sozusagen seiner leitenden Rolle war in Frage gestellt. Man könnte das jetzt noch lange diskutieren. Für mich sind eigentlich die entscheidenden Dokumente die Ablehnungsschreiben, die in den Archiven abrufbar sind. Es gibt, um das hier nur einmal zu erwähnen, einen Bestand im russischen Staatsarchiv, der die Akten des Roten Kreuzes beinhaltet. Und durch diese Einrichtung sind alle Heimkehrer gegangen. Dort ist der komplette Briefwechsel mit den sowjetischen Instanzen, mit der DDR-Botschaft und mit der Parteiführung abgelegt. Und da stellt sich das Bild natürlich etwas anders dar. Es wäre hilfreich und ratsam, solche Recherchen als Teil dieses Ausstellungskonzepts zu betrachten. Der Wilhelm-Pieck-Nachlass hier im SAPMO, also im Bundesarchiv, war für mich überraschend. In Wilhelm-Piecks Ablage gab es nicht mal einen gesonderten Bereich, der die Politimmigranten zum Inhalt hatte, sondern es waren schlichtweg die aus der Sowjetunion übertragenen Listen, die nach dem russischen Alphabet übersetzt worden sind und wo dann die SED-Führung oder die KPD-Führung am Anfang Mühe hatte, herauszubekommen, wer überhaupt noch lebt. Ja, eine letzte Zahl, dann, weil die Zeit ist knapp, dann höre ich auch auf, ist so, dass in 88, 89 gab es ja eine kleine Broschüre, die damals von der Arbeitsgruppe mit auf den Weg gebracht wurde, die sich um die Opfer des Stalinismus kümmerte. Das ist dieses berühmte Archivdokument mit den über 900 Namen. Die SED, auch das ist in dem Band dokumentiert, hat es geschafft, von diesen 900 gerade mal 300 in 7 oder 8 Jahren zu rehabilitieren. Also das ist für mich Pieck und Ulbricht, und ich will das jetzt nicht öffentlich, aber vor der ZPKK. Also ich glaube, hier ist ein ganzes Feld von Fragen aufgetan. Die Ausstellung, die wir anbieten, ist ein erster Schritt in dieser Richtung, und ich würd eine solche Dauerausstellung auch nur für effektiv und sinnvoll sehen, wenn sie sich so, wie der Geschäftsführer hier sagt, diesen schmerzhaften Fragen stellt, und wir werden darüber debattieren und diskutieren müssen, und ich hoffe, dass das nicht so lange dauert wie die Geschichte mit der Tafel. Also der Arbeitskreis ist bereit, daran mitzuarbeiten. Wir müssen nur einen Weg und eine Möglichkeit finden, das in einer effektiven und auch wissenschaftlich fundierten Form dann hier der Öffentlichkeit anzubieten. Also dafür bin ich sehr. Jetzt gibt es ganz zum Schluss doch noch eine Meldung aus dem Publikum. Und bitte auch hier das Mikrofon benutzen wegen der Übertragung. Und betreibe unter anderem den Blog memorial37wordpress.com, in dem ich zu bestimmten Gedenktagen Lebensläufe von in der Sowjetunion ermordeten linken Kommunisten, Antifaschisten veröffentliche. Ich will nur einen einzigen von den vielen Tausenden, zu jedem könnte man und müsste man und soll man einen Abend gestalten, nur einen rausnehmen: Josef Selbiger, deshalb eine besonders interessante Gestalt, weil er zuerst in der KPD war, dann in der SPD war, also damit auch so ein bisschen das verkörpert, was die neue Linke, ja, Linkspartei ja auch ausmacht, diese unterschiedlichen Wurzeln, dann wieder im Saarland tätig, auf Initiative der Internationalen Roten Hilfe nach Moskau delegiert und kommt dort auch in die Mühlen des großen Terrors. Und er sagt, und ich glaube, Ulla Plehner, in deinem Buch ist das so zitiert, da ist ein Satz, der hat sich bei mir ganz tief eingegraben, wo er zu einem Staatsanwalt sagt: Habt ihr eigentlich keine Angst, dass der deutsche Arbeiter euch einmal fragt, was habt ihr mit unseren Genossen gemacht? Und diese Fragen sind ja, das wissen wir alle, aus unterschiedlichen Gründen nach 1945 in Ost und West nicht viel
gestellt worden. In der DDR sollen das andere beurteilen, was war verordnetes Schweigen, was war Angst, seine Ideen aufzugeben. In der Bundesrepublik, aus der ich komme, ist uns aus allen Kanälen entgegengeschallt, die sind ja selber schuld, die Idioten, wenn sie dem Stalin gefolgt sind. Wir hätten das ja besser gewusst, seid da doch selber schuld, dass er euren eigenen Ideen zum Opfer gefallen sind. Diese Opfergruppe hatte in beiden deutschen Staaten keine wirkliche Vertretung. Und in diesem Arbeitskreis erschüttert mich immer besonders, dass er im Wesentlichen, neben einigen Historikern, im Wesentlichen basiert auf Menschen, die aus ihrer persönlichen Verwandtschaft ein eigenes Schicksal aufzuarbeiten haben, die eben oft auch in den Gulag selber oder in Sibirien auf die Welt gekommen sind. Ich stelle mir dann manchmal vor, dass der Holocaust, die Aufarbeitung des Holocaust beschränkt wäre auf die Nachfahren der in Auschwitz Vergasten. Nein, das kann doch nicht sein. Das ist doch eine Angelegenheit, die uns alle betreffen muss. Und deswegen, wenn Fritz Josef Selbiger vielleicht recht hat, dass die Zeit langsam reif ist, dass nicht nur der deutsche Arbeiter, der Journalist, der Schriftsteller, der Arzt, der Kulturschaffende fragt, was habt ihr mit unseren Genossen gemacht, dann könnte das vielleicht auch heißen, dass das nicht der einzige Arbeitskreis in Deutschland bleibt, dass es viele solche Arbeitskreise gibt, dass es nicht nur von Nachfahren und Verwandten, sondern von Menschen, denen eine Welt ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg am Herzen liegt, getragen wird, weil wir, das ist zumindest meine Erfahrung, ich bin nicht in erster Linie aus historischen Gründen dabei, sondern weil ich den Glauben nicht aufgebe, dass in dieser größten Krise des Wirtschaftssystems, wo der Profit, wo die Gier marschiert, dass es eine andere Welt geben könnte. Aber immer und immer wieder wird entgegengehalten, aber so wie damals darf es nicht sein. Und wenn ihr sagt, man muss die Menschen zum Glück zwingen, dann endet das bei Pol Pot und dann endet es im Gulag. Und das sehe ich auch so. Also die Biografien zu veröffentlichen, Stolpersteine auch vor diese Menschen zu verlegen. Und ich weiß, dass der Erfinder der Stolpersteine überhaupt nichts dagegen hat, auch in der Sowjetunion ermordete Antifaschisten mit solchen Stolpersteinen zu ehren. Über die Biografien aufzuklären, die übrigens nicht einer bestimmten politischen Richtung zuzuordnen sind, weil ja aus allen Strömungen die Menschen oft einfach auch nur aus der Planerfüllung heraus ermordet worden sind. Das an allen Orten, wo die Menschen herkommen, zu tun, das, glaube ich, würde Mut verbreiten, dass es genügend Menschen in diesem Land gibt, die sich für eine gesellschaftliche Veränderung einsetzen, die man auch mit dem Begriff Sozialismus verbindet und die sehr wohl wissen, was unter diesem Begriff an barbarischer Unmenschlichkeit, an unvorstellbarem Grauen verbunden ist und die darüber nachdenken, welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Solche Arbeitskreise, Sowjetexil in München, in Dresden, in Cottbus, in Rostock, in Hamburg, in Bremerhaven, das wäre eine wunderschöne Saat, ausgehend von dem heutigen Gedenkstein. Ich muss sagen, dass ich schwerhörig bin und mit 98 nicht mehr jedes Wort verstehe. Wenn ich aber richtig verstanden habe, hat der Genosse eben gesagt, dass die meisten deutschen Arbeiter sich für den Kommunismus nicht interessieren und für die Opfer, die Kommunisten dort bringen mussten unter Stalin. Das halte ich für sachlich nicht richtig. Ich bin Anfang 1946 nach Deutschland zurückgekommen aus der Emigration und ich habe viele Genossen gefunden, die sich mit der Frage beschäftigt haben, mit Bucharin, mit Trotzki und mit all den anderen und mit unseren Freunden, die wir auch verloren haben, Hans Beck und so weiter. Das stimmt einfach nicht, dass alle deutschen Arbeiter oder die meisten sich dafür nicht interessiert haben. Aber ich muss auch sagen, weder die Sozialdemokraten haben sich dafür interessiert, die haben mit Rosa Luxemburg Mord genug zu tun und haben darüber noch nicht geäußert. Aber auch die KPD hat diese Fragen verschwiegen und hat leider dieselben Methoden angewandt wie in der DDR. Ich will jetzt die Einzelheiten nicht erzählen. Mir tut das weh um jeden Kommunisten, ob er Stalinist war oder nicht. Das sind lauter Menschen, die wir verloren haben, die wir brauchen könnten. Aber es gibt auch andere, es hat auch andere gegeben, die sich Gedanken gemacht haben über Bucharin und über all die anderen. Und das möchte ich noch mal kurz bedeuten. Ich glaube, das war in der Tat ein Missverständnis. Das war in der Tat ein Missverständnis. Ein Missverständnis. Ja. Ja. Ich will, es ist ein bisschen schade, dass so zum Schluss jetzt noch die
Dynamik hier reinkommt in die Veranstaltung. Ich hatte ja gesagt, wir wollen 19 Uhr schließen. Ich wollte gern von Anja eben einmal mal hören, die Ausstellung, wo geht es jetzt hin? Wird zu viel nachgefragt? Wie läuft es damit? So, also statistisch habe ich überhaupt keine Ahnung, aber da kannst du mir helfen. Demnächst geht sie nach Baden-Baden. Dann fahren wir nach Petersburg. Im Mai nach Paris. Und Paris hat sehr gedrängelt. Da sind wir regelrecht angefragt worden. Und dann geht es noch quer durch Deutschland, ja, Inge? Also überall hin. Und wenn ihr noch Ausstellungsorte kennt, ja, Slavik kommt gerne und bringt die Ausstellung hin. Ja. Gut, dann will ich als letztes Matthias Höhn nochmal das Wort geben. Wie geht es weiter? Also es ist ja schon gesagt worden, es soll eine Dauerausstellung geben. Partei und Geschichte hat ja auch irgendwie eine schwierige Tradition. Also wenn die Partei entscheidet, wie die Geschichte gewesen ist, das wollte damals die PDS nicht und das will die Linke heute auch nicht. Wie geht die Geschichtsdiskussion weiter? Die Geschichtsdiskussion in der Partei und mit der Partei wird immer schwierig bleiben, weil die Geschichte einfach zu schwierig ist, um einfache Debatten zu führen und Debatten, die auch niemandem wehtun. Das wird so bleiben. Wir haben, und insofern will ich zum Schluss auch dem Arbeitskreis auch nochmal danken, dass ihr mit eurem Anliegen hartnäckig geblieben seid und es auch nicht Neuwahlen von Vorständen bei uns zum Opfer gefallen ist und versunken wäre. Das ist euch zu verdanken, dass wir jetzt diesen Schritt gegangen sind. Und es war auch für die Partei, auch für die Parteispitze mal wieder Anlass, eine ausführliche Geschichtsdebatte zu führen, auch in den Gremien, was wir lange Zeit nicht gemacht haben. Wir haben gemeinsam 3 Stunden im Vorstand über diese Frage diskutiert. Das war bei aller Schwierigkeit ein Höhepunkt vieler Jahre Vorstandssitzungen, die ich jetzt auch schon kenne. Weil sehr offen mit sehr viel Emotion über sehr grundsätzliche Fragen diskutiert worden ist. Ich wünsche mir natürlich, dass wir auch bei kommenden Anlässen, und es wird sie geben, wieder solche intensiven Diskussionen führen. Wir haben bei dieser Debatte auch eine gute Begleitung und das will ich auch mal an dieser Stelle noch erwähnen, unsere historische Kommission, Jürgen Hofmann ist da, Florian Wilder habe ich heute gesehen, die den Vorstand begleitend beraten und vielleicht in Zukunft auch noch ein bisschen mehr schubsen, wenn es notwendig sein muss, damit wir nicht über der Tagespolitik erschöpft zusammenbrechen, sondern uns auch solchen Diskussionen stellen. Das Jahr 2014, was vor uns liegt, ist auch wieder ein Geschichtsjahr. Jürgen und ich, wir haben darüber schon gesprochen. Das wird so bleiben. Ich wünsche mir, dass wir als Partei in Zukunft weiter offen und auch selbstkritisch mit unserer Vergangenheit umgehen, weil wir jetzt und in Zukunft Menschen begeistern wollen, mit uns gemeinsam Politik zu machen, Gesellschaft zu verändern und eine Alternative zum Kapitalismus anzugehen. Und wenn wir dafür Menschen begeistern wollen, bei uns mitmachen zu wollen für diese Idee, dann müssen wir gleichzeitig deutlich machen, dass die Alternative, die vor uns liegt und für die wir kämpfen, nicht der Sozialismus ist, den Sie aus der Geschichte gelernt bekommen oder in Erinnerung haben, sondern wir wollen eine andere Gesellschaft, eine sozialistische, für die Menschenwürde und Menschenrechte untrennbar mit unserer eigenen Programmatik und mit dem praktischen Handeln verbunden sind. Das ist der entscheidende Punkt. Dafür wollen wir Menschen begeistern und dafür sind solche Anlässe wie heute ein wichtiger Punkt und dafür nochmal herzlichen Dank.